Herr Thiese, Sie sind ja in der ehemaligen DDR groß geworden. Ich möchte mal sagen, einem fast diktatorischen System. Wie war es für Sie, als die Mauer fiel? Das war zunächst mal ein ganz unglaublicher Vorgang. Ich habe es zunächst nicht geglaubt, als die ersten Meldungen kamen. Es schien mir unvorstellbar. Und dann dachte ich, Donnerwetter, jetzt passiert es ja wirklich etwas, worauf man Jahrzehnte hin gehofft hat. Und ich bin aber nicht in der Nacht schon losgelaufen, sondern unsere Kinder waren noch klein. Und ich sagte, wenn es stimmt, dann gehen wir mit der ganzen Familie nach West-Berlin. Und ich renne nicht als Einzelner hin. Und wir haben das dann am nächsten Tag und übernächsten Tag gemacht. Sie sind ja dann direkt bei den ersten freien Wahlen in die Volkskammer, der noch DDR gewählt worden und dann auch relativ schnell in der Wiedervereinigung politisch aktiv geworden. Warum in die Politik? Also ich hatte politische Leidenschaft von früh an, wollte gerne Parlamentarier werden, aber natürlich ging das in der DDR nicht. Das war eine Diktatur, eine Einparteienherrschaft in Verbindung mit den Kollaborationsparteien, den Blockparteien. Da wollte ich und konnte ich nicht in die Politik gehen, weil ich den Preis an Unterwerfung, Heuchelei, Verlogenheit nicht bezahlen wollte. Aber dann im Herbst, in der Friedlichen Revolution, habe ich die Chance gesehen, jetzt mitzumischen. Wie würden Sie denn Freiheit politisch definieren? Also die Demokratie ist die politische Lebensform der Freiheit. Sie bietet die Möglichkeit, dass Menschen ihre doch ganz unterschiedlichen Meinungen und Interessen öffentlich artikulieren und vertreten können, sich mit anderen zusammentun zu können, um ihre Meinungen und Interessen auch durchzusetzen, mehrheitsfähig zu machen. Dafür bietet die Demokratie Regeln und Institutionen. Denn das ist nüchtern betrachtet die Demokratie ja auch ein Regelwerk und ein Institutionengefüge, genau damit Menschen ihre Interessen und Meinungen artikulieren und durchsetzen können. Mussten Sie denn dann eigentlich sich mit dem Grundgesetz ganz neu auseinandersetzen, als Sie dann im wiedervereinigten Deutschland sich gefunden haben? Natürlich habe ich es von A bis Z gelesen. Das war ja damals auch noch viel kürzer, als es jetzt ist. Wir haben ja in den vergangenen 20 Jahren an diesem Grundgesetz ja viel herumgedoktert und es noch ergänzt und erweitert. Nicht immer ist es dadurch besser und vor allem sprachlich nicht schöner geworden. Aber schon sozusagen der erste Teil, der Grundrechte-Teil, und der wichtigste Satz des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, das macht dieses Grundgesetz zu etwas wirklich Kostbarem. Was wünschen Sie der Verfassung für die Zukunft? Also erstens, dass wir nicht immerfort weiter an ihr herumdoktern. Wir haben sie jetzt genügend geändert. Zweitens, dass es immer genügend Menschen gibt, die diese Verfassung, dieses Grundgesetz in Deutschland verteidigen. Wer weiß das besser als ein ehemaliger Bundestagspräsident und jetzt amtierender Bundestagsvizepräsident? Herr Thiese, herzlichen Dank. Bitte, bitte.